Hallo ihr Lieben, heute haben wir hier an einem Brennnesselbestand kleine schwarze Schmetterlingsraupen entdeckt, die hier in einer ganzen Gruppe überall an den Brennnesselstängeln und an den Blättern zu sehen sind. Und das sind die Raupen vom Tagpfauenauge. Brennnesseln sind ganz wichtige Raupenfutterpflanzen für viele verschiedene Schmetterlingsarten, unter anderem eben auch der kleine Fuchs, der Admiral, der Zehfalter, Distelfalter und auch das Landkärtchen. Die schwarzen Raupen des Tagpfauenauges leben gesellig auf einem Gespinst, das sie in den Brennnesseln anlegen. Sie ernähren sich ausschließlich von Brennnesselblättern. Deshalb sollten Naturfreunde immer einige Brennnesseln im Garten stehen lassen. Die Raupen des Tagpfauenauges sind geräuschempfindlich und zucken bei tiefen Tönen zusammen. Wenn die Raupen ausgewachsen sind, verpuppen sie sich zu grünen Sturzpuppen und hängen dann kopfüber an trockenen Stängeln oder Blättern. Die Schmetterlinge sind generell gute Umweltindikatoren, das heißt, sie reagieren sehr schnell auf Veränderungen der Umwelt. Durch die Klimaerwärmung produziert zum Beispiel das Tagpfauenauge oft auch eine zweite Generation im Spätsommer, so wie jetzt. Früher kam dies nur in den wärmsten Regionen in Deutschland vor. Nach 1 bis 2 Wochen Puppenruhe schlüpfen die fertig entwickelten Falter und sie überwintern auch als Falter. Das Tagpfauenauge ist einer der häufigsten Tagfalter bei uns und namensgebend für die Art sind die großen Augenflecken, die sie vor Fressfeinden schützen.